Hallo Leute zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 Total War mit den Römern. In der letzten Folge haben wir Carthage erstaubert. Diese Stadt wollen wir jetzt hier so strukturieren, dass sie unserem Standard gleicht. So. Die müssen wir jetzt halt nur so fertig bauen. Das ist ja jetzt schon mal überhaupt so ziemlich geil, dass wir innerhalb dieser kurzen Zeit schon so viel erreicht haben. Finde ich immer noch ziemlich geil. Okay. Ephesus ist die letzte Stadt, die wir haben wollen. Hier in der Provinz, okay. Die ist da drüben. Hier drüben, wo wir noch Carduba und und Kadaira haben. Jetzt kommen wir erstmal zur Schlacht von Olisipo. Die wir auch noch selber schlagen müssen. Das ist unsere Garnison an, die ist nicht so stark. Gut. Das ist eine freie Heerbahne. Alles in allem gute Chancen haben wir. Die Schlacht schlagen wir jetzt hier auch selbst. Das war es dann auch erstmal mit dieser Stadt dann schon wieder. Dann haben die Averne auch noch eine Stadt. Das ist nicht schlecht. Die Artillerie hier drüben ist übrigens nutzlos, mal so am Rande bemerkt, denn das ist nur eine Infanteriearmee. Die Artillerie kann er hier nicht einsetzen. Das heißt also. Ach ja, übrigens auch die Kavallerie hier nicht. Das heißt, der ist deutlich abgeschwächt in seiner Stärke. Der muss sich darauf konzentrieren, so schnell wie möglich seine Verstärkung in die Tore zu bringen. Also in sein Zentrum zu bringen, während wir jetzt uns zählen Ruhigraum kümmern, den Rest zu zerfetzen. Denn wir haben einen eindeutigen Infanterievorteil. Wir müssten auch einen Fernkampfvorteil haben. Wir haben einen Kavallerievorteil. Was will man mehr? So, trocken wollen wir. Gut. Euch schicken wir hier rüber. Euch hier lang. Euch hier lang. Euch passen wir an. Euch auch. Dich auch. Ich glaube, ich komme mit dir von hier. Da drüben hat er seine ganze Garnison platziert. Das heißt, hier kommen wir gut zu einer guten Position, bevor er ankommt. Heißt also, hier brauchen wir Unterstützung vom Gen. Oh, warte mal. So, schicken wir euch mal hier drüben hin. Gut. Da landen seine Einheiten. Hier drüben auch. Aus der Bild der Schwerter, keltische Balliste, freie Heerbanner, seltene Schwerter, gallische Jäger. Okay. Die Kavallerie brauchen wir doch hier. Gut, ich schicke mal hier hin. Du rennst mir hier bitte durch. Er versucht hier noch irgendwo seine Einheiten zu landen. So. Bereiten wir uns mal vor. Die Kavallerie schicken wir hier rüber. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. So. So. Die Römer sind bereit, ihre Befehle zu tun. Schnell vorrücken! Eure Befehle für die Götter!
So, ich schicke mal hier sowieso alle hier durch. Gut, das Ding ist sowieso safe hier. Gut. So, runter mit euch hier. So, ich schicke mir jetzt hier rum. Drüben kommen Eidgeschworene. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Da sind freie Herber durchgerutscht. Das wird die Moral weiter schwächen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ihr seid auf die gallischen Jäger hier. So. So, ich schicke jetzt mal hier rüber. Gut, die macht auch noch bitte fertig hier. So, der Charge hier in den Rücken sollte wieder wehtun. So. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Hau bloß ab hier. So. So, machen wir schnell weiter fertig hier. Drüben haben wir freie Herbaner. So, da spielen den Rest jetzt wieder weiter aus. Zack, 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 zack. Der ist auch weg. Dann spulen wir mal vor. So, mal sehen, was sie jetzt hier machen. Ich schicke nach hier drüben. Wenn jetzt von hier kommen, dann werden sie auch gleich beschossen. Fliehen sofort. Ich behalte mir auch mal. Weiß nicht, ob hier nochmal irgendwann, irgendwo, irgendwie was passiert.
Sobald er einmal in meine Nähe kommt, wird er sofort beschossen. So, die sind weg. Dann schicken wir euch noch jemand hin. Sieht sehr so aus, als wäre hier an Land gehen. Feuerbanner, Scooter, Söldner Kavallerie. Und nochmal Feuerbanner. Boah, wie eng das hier auf so ein Transportschiff ist, ey. Das könnte ich nicht aushalten, mehrere Wochen auf so einem engen Schiff zu leben. Wobei die Geier auch nicht dafür prädestiniert waren, sowas zu machen. Das war auch nicht ihr Spezialgebiet. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Super, die fliehen schon alle. Jetzt kommen die letzten, will man auch noch holen. Endlich. So, die Gallier wurden jetzt auch im Süden besiegt. Sie haben nur noch eine einzige Stadt. Jetzt sind sie wieder total dezimiert. Das finde ich gut. Dann können wir uns mich daran wieder orientieren, sie zu vernichten. Aber erstmal dürfen wir noch die Runde beenden, was ich auch cool finde. Dann dürfen wir auch eine Armee von denen vernichten wieder. Dann können wir vorwärts marschieren Richtung derer Städte. Und zeigt gleich noch gegen die Keltibären. Also, sagen wir es mal so, alles ist nicht ganz nach Plan verlaufen. Die Westfront nämlich nicht, die Mittelzentralfront und die Ostfront liefen perfekt. Besser hätte es nicht gehen können. Keine Probleme, Agenten haben alles vorher schon klären können. Und jetzt zum Schluss läuft auch noch alles super. Keine großen Armeen mehr vom Feind. Außer die Averna, die haben noch 2, 3 Armeen, das weiß ich. Die sind ein bisschen gefährlicher. Aber nichts, was wir nicht schaffen können. Wir können mal gucken, wie viel uns noch fehlt bis zur nächsten Imperiumsstufe. Hier ganz praktisch zu wissen, um noch neue Einheiten zu rekrutieren. Neue Armeen. Wäre schon ein nützliches Wissen. Jeder Augenblick ist ein Teil der Ewigkeit. Marc Aurel, römischer Kaiser. Zack. Weg ist er. Jetzt bekommen wir deren Eisenvorräte. Da drüben haben wir noch eine Armee. Schön zu wissen. Bereit zum Kampf. Kommandant. Kommandant, bereit zum Kampf. So. 4 Einheiten kann man immer rekrutieren. Können wir uns iberische Auxiliarschwertkämpfer holen? Es ist eine große und glorreiche Sache für Rom zu sterben. Dann ist die Armee nämlich gleich wieder bereit, weiter anzugreifen. Dann schicken wir dich nämlich auf Kartuba los und dich schicken wir schon nach Gadeira los. Also die werden hier komplett aus den Angeln gehoben. So, dann wollen wir mal die Runde beenden. Schreiten wir mal in den Sommer voran. Gucken mal, wie es jetzt hier ablaufen kann. Also insgesamt ist ja schön, dass wir erstmal die ganzen Nationen hier, also die Keltibären und die Averna schon mal komplett geschrumpft haben. Die haben wir nicht mehr. Also die müssen ja erst gegen mich klarkommen, bevor es wieder weiterläuft. Ich bin mal gespannt, wie es mit den Partnern läuft. Die machen gerade die Makedonen da fertig.
Jetzt werden wir gerade mal ein bisschen sabotiert bei Olipidus, Oblablasa, keine Ahnung, wie die Stadt heißt. Ich weiß es immer wieder. Eure Generäle sind wie Söhne des Ares. Wir ersuchen euch, sie gegen Partien diese Armenien. Niederträchtigen auszusenden. Ist schon krass. Jetzt kommt dieser griechisch-persische Konflikt schon wieder. Ich werde dem Krieg erstmal nicht beitreten, weil mir das nicht so nah ist. Dieser Befehl ist zu weit weg, um anzugreifen. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Nö, sind sie nicht. Nehmen wir jetzt dich hier. So, die sind weg. Eine avernische Armee weniger. Du bist Auxilia Italica, du bist Legio Italica. Wenn wir jetzt hier weiter nicht haben, dann kann ich auch mit Gewaltmarsch marschieren. So. So. Weg mit denen. Habt ihr noch weitere Befehle? So. Schick mich wieder hier rein. So, ihr könnt euch wieder erholen. Zu euren Dienst. Wie kann ich auch wieder? Was wollt ihr? Ihr habt mein Schwert. So, gucken wir erstmal, was hier sich befindet. Cool. Kartuba hat echt keine Garnison. Cool. Super. Okay, das machen wir auch nächste Runde. Gut, dann wollen wir jetzt die Runde beenden. Schauen wir mal, was nächste Runde uns erwartet. Auf dem Schlachtfeld findet man viel Ruhm und Ehre beim Mond. Bin erstmal ab, aber es wird wahrscheinlich so einen West-Ost-Konflikt geben hier. Oh, die Karthager haben mir schon die Entscheidung abgenommen. Auf Gardera brauche ich gar nicht zu gehen. Gefällt mir aber nicht, die hätten sich lieber Tingis holen sollen. Egal, ich hole mir jetzt Kartuba. Das steht fest. Konflikte gegen Persien müssen wir trotzdem noch machen. Oder versucht meine Armee hier oben zu catchen.
Gibt wahrscheinlich einen persisch-westlichen Konflikt irgendwie. Der Westen gegen Persien. Wird lustig. Die Geister. Nachdem wir sowieso fast alle Barbaren vernichtet worden sind. Du bist ein Arschloch. Vergiften will ich mal. Zack, zack. Pang. So. Ein Lusitaner weniger. Schrecken. So, erforschen mal verbessert ran. Tü-tü-tü. So, ich versuche nochmal zu vergiften. Feind gemeuchelt, super. Perfekt. Super, Charaktereigenschaft, Fraktion vernichtet. Das läuft so weit, wie ich es mir wünsche. So. Weg mit denen. So, besser werde ich mal als Kommandanten hier auf. Leichtes Mädchen kriegst du auch. Hier machen wir ein Attentat. So, der ist weg. Hier greifen wir jetzt Ebora an. So, eine Stadt brauchen wir hier. Ein Kampfplatz des Mars. Gut. Jetzt bin ich an den Punkt angekommen, wo ich denen Frieden anbieten kann. Aber sie es nicht wollen. Gut. Aber ich finde es ja schon mal cool, ohne weitere Gegenwehr erstmal hier einzumarschieren. Gut. Wollen wir mal die Runde beenden? Mittlerweile haben wir schon fast die ganze Kontrolle von Spanien. Uns fehlt nur noch eine einzige Stadt, und zwar Brigantium. Und dann sind wir auch endlich die gallische Konföderation hoffentlich los. Ja, schon seit Anfang an Let's Play Stress macht. Naja.
So. Die Tavara sind tot. Ah, du machst hier Unfug, werde ich mit dir. Fein verwundet, super. So. Ja, ganz knapp reicht das nicht, aber mit Gewaltmarsch geht's dann. Gut, wie es weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge. Für heute haben mich unser Limit wieder erreicht, Leute. Ja, wir sind kurz vor dem endgültigen Sieg in Spanien. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.